Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Heute haben wir eine Herausforderung, wo ich wirklich lange, lange für gesucht habe. Und zwar ist das eine ungewöhnliche Herausforderung von 40 EPs. Wir müssen Verfluchte besiegen. Ich befinde mich jetzt gerade hier unten in diesem Stück. Und zwar ist das G wie Gustav und 8. Und ich bin hier direkt über dem Steinhügel der ersten Menschen. Jetzt kriege ich es gerade nicht rein. Am Flurschrein des Goblinoiden. Und da sehen wir schon im Hintergrund verfluchter Kämpfer. Wenn wir die jetzt einfach alle nach und nach... Der funktioniert übrigens nicht. Das ist das Skelett. Da steht nämlich auch nicht verflucht das Skelett dran. Aber wenn wir jetzt hier einfach so eine Runde drehen und mal ein bisschen schauen, wo die Leute sind. Die ganzen verfluchten Leute, die hier rumlaufen, die man leider nicht alle sehen kann, wenn man hier durch die Büsche durch muss. Okay, der Zuchtmeister, der war jetzt nicht verflucht, aber die anderen drumherum sind alle verflucht. Dann können wir theoretisch auch hier reingehen. Der war auch verflucht. Ich konnte es gerade nicht lesen. Hier drin scheint keiner mehr zu sein. Aber hier nochmal ein verfluchter Bogenschütze. Dann sind wir schon bei 7. Gepäckträger haben sie auch gefangen. Das ist doch nett. Den könnt ihr dann theoretischerweise auch direkt mitnehmen. Hier unten kann man dann auch nochmal rein, aber ich denke, dass wir hier keinen mehr finden werden. Doch, da ist noch einer. Ein verfluchter Koch, beziehungsweise eine verfluchte Köchin. So, am Ende war ich dann etwas sauer und habe noch das Skelett erledigt, weil ich nur 8 Leute gefunden habe hier. Da müsst ihr dann leider warten, bis dann noch jemand spawnt oder aber ich habe eventuell 2 Leute übersehen. Das kann mir natürlich auch passieren. Auf jeden Fall habt ihr jetzt eine Stelle, wo ihr ziemlich viele Leute finden werdet, die verflucht sind und die ihr dann töten könnt. Ja. Einen kleinen Nachtrag habe ich allerdings noch. Ich habe nämlich weitere verfluchte Menschen gefunden. Und zwar bin ich jetzt gerade hier unten in J9 am Flurschrein der Teufel. Leider habe ich jetzt die meisten eben schon umgebracht, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Aber hier gibt es auch nochmal jede Menge verfluchter Menschen. Ja, wenn euch das Video weiterhelfen konnte, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.